Hey ho, ihr Zombie-Verteidiger, wieder bei Zombie-Defense. Wie viel Kohle haben wir denn? 3000. Damit bekommen wir nichts. Mal schauen, was uns diesmal so erwartet. Bin auf einem ziemlich guten Weg nach unten, obwohl wir ja gerade eine Sackgasse rennen. Die Wahrheit wartet hier auf uns. Schwierigkeit normal. Zombies Level 15, ja, 2000 Zombies, ja, bis 2000 Leben. Wir haben Walker, Crawler, Läufer, Sprinter. Wow, infizierter Hund und infizierter Vogel. Kein Police dabei. Yay! Immer besser. Und uns wird mitgeteilt von unserem Chefe: Leutnant, wissen nun mehr als je. Die unbekannte Stadt, die sie eingenommen haben, war zuvor eine Level 4-Anlage zur Herstellung biologischer Kampfmittel, die von Hamari persönlich geleitet wurde. Scheint, als ob Experimente an Toten gemacht wurden. Man versuchte, die Toten wieder zu beleben, und aus bisher noch unbekannten Gründen hat der Ausbruch der Zombies hier seinen Ursprung. Die genauen Gründe und Beweise: Hamaris privaten Wüstenkämpfer. Und genau das wird ihr neues Ziel sein, brechen ihrem neuen Ziel aufzubauen. Ja, dann ab zum Wüstencamp von Mami. So, Welle 1. Okay. Wir haben 3 APCs und 3 Militärmännchen nehmen können. Das ist ja eine Menge. Reicht. Wir noch ein bisschen mehr Kampfstärke. Ein bisschen hoch auf 5. Fünf ist dann schon auf 2. Die haben 390 Lebenspunkte. Müssen quasi beim ersten Mal versterben. Wie kostet denn so ein Bazooka-Typ? Über letztes Mal nehmen wir auch nicht schlecht. Weil die töten einfach mal 2000 Schaden und ganze zwei geschafft. Ich hab schon. Aber Kadenz erhöhen. Oh, 11 pro Minute. Hier nochmal den Ort hinsetzen. Oh, das hier los. Ah, so gut ist er da doch nicht. Langsam. Mal ein bisschen erhöhen. Jetzt 12. Supply crate available. Howdy.
Ist der Hitzkopf aber jetzt immer noch nicht? Denn hier noch so ein Mann. Gehen wieder auf ihn. Also, wenn sie für die Gruppen weggehen, aber wenn der mal auf Einzelpersonen schießt, natürlich blöd. Ich bin jetzt am Almen, dass jemand angeht. Dumm, dumm, dumm. So, hier mal ein bisschen verbremsen. Höhere Kalender nie verkehrt. No. Oh. Der 7. Oh, erstmal nicht die AP. Sonst ist es nicht halt hoch. Runter. Schon 1000 Lebenspunkte. Wir brauchen 4500 dafür. Ja, dann. Und nicht so verkehrt sein. Der eine da. Zwei Zombies fehlen noch. Wir müssen hier, die können nicht angegriffen werden. Genau, leider auch nicht als Einheiten. Leider keinen Nachteil bei dem. Ganz erhöhen. Und Welle 10. 220 Viecher. Ganze Menge aus. Das Maximum Kadenz.
für 3000. Aber den mal ein bisschen die Kadenz erhöhen. Technisch sind die jetzt sehr gut aufgestellt. 12 sollte schaffbar sein. Springen. Wir lassen nicht schaffen, der Land. Muss man hier auf Gruppen zielen. Genau so. Dann macht das Sinn. Wo noch? Hetzeln. Okay, hier waren wahrscheinlich eine scheiß Idee. Wir sollen Städten kämpfen, wo die so hinten kommen können. Das ist eine super Idee. Und auch echt gut aufräumen dann. Einer noch da, wo muss er? 14. Komm, ja, den ist das Upgrade dabei. Da ist genug Schaden mehr. Letzte Welle kommt. Dann haben wir 300 Zombies. Ja, das ist doch einfach ein großes Fett. Ja, das war alles überhaupt kein Problem. Große Gruppen. Der Besuchermensch. Echt vollkommen in Ordnung. Aber kleineren Gruppen oder wo die so verstreut kommen, soll wo ich nicht einsetzen. Und fischen. Lade. Der war schon komplett verbessert.
Alles hier haben wir ja. Nun ja, da würde ich sagen, war's für dieses Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann euch wohl. Ciao, ciao.